Verehrte Johanka, oh nein. Ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Ja? Was hast du hier zu suchen, Bursche? Wer hat dich reingelassen? Oh, dieses Ekelpaket von Kustos, ey. Ich kümmere mich um die Verwundeten, wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Aha. Oh, schade. Ich kann ihn noch nicht überreden. Ich bin zu schlecht. Oh, ich könnte ihm drohen, aber ich darf nicht. Aber Johanka braucht von dir nichts, guter Mann. Du wirst mich auf geziemende Weise anreden, du Lump. Verstanden? Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. Grrr. Lächeln, nicken, Arschloch denken. Ja, Kustos. Ich will nicht stören, Kustos. So ist's brav. Johanka hat meine Einladung erhalten. Ich freue mich auf unser baldiges Treffen. Verdammtes Ekelpaket, ey. Und jetzt raus hier. Na? Grüß dich, Heinrich. Ja, grüß dich auch. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein, aber auf seine Art eben auch... Ach, ich weiß nicht. Das Bitte? Ist nicht dein Ernst. Ja. Was soll das heißen? Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Und überhaupt, das geht dich nichts an. Weil ich gelernt habe, ein Bein zu richten? Ja, Gott schützt dich auch. Oh Mann. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Verwundeter? Schlafloser? Was? Wieso schon wieder schlaflos? Was ist jetzt wieder los? Trink doch dein Gebräu. Es ist alle. Oh. Du hättest was aufheben sollen. Ja, hab ich aber nicht. Kannst du mehr brauen? Das ist nicht dein scheiß Ernst. Das letzte Mal. Das ist das letzte Mal. Mach's gut. Boah, ey, wirklich jetzt. Boah, ich mache hier erstmal die Tür auf, damit hier ein bisschen Licht reinkommt. Hier ist ja duster drin. So. Wie ging das nochmal und habe ich dafür alle Zutaten? So, ach, den Wermutgeist, den muss ich ja auch noch machen. Zweimal Wermut, einmal Salbei mit Alkohol. Du benötigst Alkohol, zwei Handvoll Wermut und eine Handvoll Salbei. Gib Salbei in den Kessel und lass ihn für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Zerkleinere den Wermut, gib den Wermut hinzu und lass alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Okay, also Salbei, kochen, zweimal Wermut, zweimal kochen, destilliere das Gemisch. Das ist ja einfach. Wie war nochmal der Schlaftrunk? Wo war denn nochmal der Schlaftrunk? Da ist er. Bereite Öle und je eine Handvoll Mohnblumen, Disteln und Einbeeren zu. Okay, Mohnblumen in den Kessel, lass sie für einen Sand, also Mohnblumen kochen, Disteln kochen. Einer für Mohnblumen, Disteln und Einbeeren vor. Mohnblumen in den Kessel kochen. Disteln zu, kochen, lass das Gemisch abkühlen und gib dann die Einbeeren hinzu. Ach so, okay, Einbeeren zum Schluss. Mohnblume kochen, Distel kochen, abkühlen, Einbeeren. Okay, gut. Und das alles mit Öl und das andere war mit, das war mit Alkohol. Zweimal Wermut, einmal Salbei. Das Salbei zuerst. Ich muss mal gerade gucken, was ich noch so im Inventar habe. Boah, das ist so mit diesen ganzen Inventaren echt... Dass ich nicht, wenn ich in einem anderen Inventar bin, zum Beispiel ins Hauptmenü komme oder sowas. Das ist so blöd gemacht. So. Baldrian, Johannes, Kamille, Minze, Mohnblume habe ich noch. Salblei habe ich, Salbei habe ich noch. Also ich brauche noch eine Einbeere. Mohnblume, Einbeere und was war das dritte noch? Johanneskraut, glaube ich. Nee. Ach, muss ich nochmal reingucken. Mist. Einmal Salbei habe ich und zweimal... Wermut. Gott behüte dich. So, ich brauche... Genau, Distel war das. Eine Distel. Einmal Einbeere. Mohnblume habe ich. Salbei habe ich. Zweimal Wermut. So. Dann kaufen wir das.
Wunderbar. Alles klar, dann bereiten wir den Wermutgeist vor, würde ich sagen. Salbei nehmen. Wie kann ich das jetzt nehmen? Kann ich das Wermut nehmen? Hm? Benutzen eh. Ich habe doch jetzt alles vorbereitet hier. Ach so, ich muss das erstmal auffüllen, wahrscheinlich mit Alkohol. Genau, so. Jetzt das Salbei rein. Ab in den Kessel. So, das müssen wir... schlafen. Das müssen wir gleich kochen. Ich muss zweimal Wermut nehmen. Einmal... Achso, jetzt hat er es wieder zurückgetan. Einmal... Das musste ich klein machen, ne? Wie ich das gelesen habe. Nochmal Wermut. Nochmal zerkleinern. Zack. So, sehr gut. Kann ich das wieder hinstellen? Wieso kann ich das... Achso. Ja gut, dann kommt das da rein. Perfekt, gut. Jetzt einmal den Blasebalg betätigen. Und das für einen Sanduhrdurchlauf kochen lassen. Ja, nochmal. So, gut. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Jetzt das hinzugeben. Zack, und es dann für zwei Sanduhrdurchläufe kochen lassen. Ich drehe erstmal die Sanduhr um. So, und dann den Blasebalg. Oh, hat das eben schon gekocht? Hat das eben schon gekocht oder habe ich nicht... nicht doll genug den Blasebalg gezogen. Ich hoffe, es hat gekocht. Oh, bitte, bitte, bitte. So, sehr gut. Und jetzt abschütten. Destillieren. Muss ich das destillieren? Kann ich einfach abschütten, oder? Dies wird den Trank fertigstellen. Ich hoffe. Na und? Ich hoffe, das war der Wermutgeist. Jetzt bereiten wir nochmal den Schlaftrunk zu. Erst die Mohnblume, also Öle. Mohnblume, Disteln, Einbeeren vom Mohnblumenkessel, kochen, Disteln kochen, abkühlen, Einbeeren hinzu. Mohnblume, Distel, Einbeeren. Achso, kann ich ja direkt vorbereiten. Zack. So. Dann einmal Öl. So, Mohnblume. Rein damit. Sanduhr. Kochen. Sehr gut. Distel. Rein damit. Und wieder kochen. Das zweite Mal. Ruhe! So, sehr gut. Abkühlen lassen. Und dann die Einbeere rein. So. Na komm schon, kühl ab.
Kühl ab. Geht doch. Ein Bier rein. Dann war das Destillieren, ne? Oder? Ich glaube, ich muss das Destillieren, nicht einfach reinkippen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Scheiße, muss ich das destillieren? Ich hätte mal besser ins Buch gucken sollen. Na? Lass das Gemisch abkühlen, gib dann die Einwände zu. Nein, ich muss es nicht destillieren. Scheiße. Naja, der kriegt er jetzt den Trunk hier. Was auch immer es geworden ist. Kann ich ihm den jetzt überhaupt geben? Mehr? Oder ist... ja, bitte. Mach's gut. Gut, das habe ich wohl jetzt gemacht. Wem musste ich denn nochmal? Philipp musste ich den... Schaffe Philipp Wermutgeist. Ja, Philipp bekommt den Wermutgeist. Kann ich den hier benutzen? Oder ist er mir nicht geglückt? Musste ich den vielleicht destillieren? Ach, den habe ich ja noch gar nicht hergestellt. Doch, habe ich. Hä? Ja, habe ich. Der Wermut ist ja schon weg hier. Hm. Aber ich habe den Trank nicht hier drin. Das heißt, er ist wahrscheinlich... Unbekannter Trank. Mist. Gott allein weiß, wozu er dient oder was er anrichten mag. Das ist weniger gut. Musste ich den vielleicht destillieren am Schluss? Gib den Wermut hinzu, lass alles für 2 Sand umkochen. Destilliere das Gemisch. Ja, scheiße. Das heißt, ich brauche nochmal Wermut. Bruder Nikodemus, hast du noch Wermut? Gott behüt dich. Ja, zum Glück hat er noch Wermut. So. Jetzt das Ganze nochmal, bitte. Alkohol. Und diesmal lasse ich es auch richtig kochen. Salbei. Ich finde einfach keinen Schlaf. Zack. Schon wieder. Zweimal Wermut. Zerstoßen. Nummer 1. Und Nummer 2. Dann einmal klein machen. Das ist auch eine Fummelei hier. Kann man den nicht einfach kaufen, den Trank? Naja. Selbst ist der Mann nicht wahr. Ab in den Tiegel damit. So. Und jetzt ordentlich den Blasebalg bedienen. Und dann die Sanduhr umdrehen. Zack. Na? Gut. Jetzt das hinzugeben. Für 2 Durchläufe kochen lassen. Ein Durchlauf. Und 2 Durchläufe. Das reicht, hör auf zu brennen, Feuer.
abkippen, das Ganze. So, schnell. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel gekocht. Und jetzt nochmal den Blasebalg bedienen. So, das müsste aber jetzt der Wermutgeist sein. Hoffe ich zumindest. Ja, das war der Wermutgeist. Sehr gut. Und dann muss ich mich noch um die violette Pflanze kümmern. Kann nicht schlafen. Warte auf die Behandlung, Wirkung zeigt. So. Ich muss herausfinden, wie man Semek helfen kann. Er hat ein violettes Kraut erwähnt. Was hat er denn nochmal gesagt? Ich versuche mich nochmal mit dem zu unterhalten. Was ist er denn nochmal? Hannes? Das ist Semek. Scheiße. Was ist los? Gott sei mit dir. Ein violettes Kraut. Ich guck nochmal ins Herbarium. Wo war das? Nee, das war falsch. Aber so habe ich zumindest ein bisschen Licht zum Lesen. Geil. Hier musste ich jetzt Q drücken, ne? Genau, Kräuter. So. Wermut ist es nicht. Tollkirsche ist rot. Die sieht ziemlich violett aus, die Distel. Erhöht die Ausdauer, aber verringert die Redekunst. Ringelblume, Gento. Bilsenkraut sieht auch rot aus. Hanneskraut ist es auch nicht. Kamille auch nicht. Minze ist auch noch. Auch noch violett. Erhöht die Redekunst, vertreibt die Müdigkeit, steigert jedoch das Hungergefühl. Mohnblume ist auch rot. Einbeere, Unkraut. Salbei sieht auch rot. Na, es könnte auch violett sein. Vertreibt Insekten und böse Geister. Bei Inhalation führt Salbei zu prophetischen Träumen. Getrunken lindert der alkoholbewogene Kopfschmerz. Übermäßiger Konsum macht geistig träge, aber in der richtigen Zusammensetzung gebraucht soll er im Kampf Stärke verleihen. Erhöht die Stärke und die Vitalität, verringert jedoch die Redekunst. Ich glaube, der meint Salbei, kann das sein? Beinwell, auch bekannt als Schwarzwurz, ist das beste Heilmittel bei gebrochenen Knochen, Schwellungen und Prellungen. Das ist es! Das ist, der ist ja vom Dach gefallen. Von inneren, von Knochen ausgehenden Schmerzen. Okay. Ich kann einfach nicht. Beinwell ist es. Alles klar. Dann verabreiche ich dem jetzt auf gut Glück einfach mal Beinwell. Wenn der das noch hat. Beinwell hat er. Kaufe ich einmal. Gut. Ich hoffe, das ist das Richtige. Bitte, bitte, bitte. Was? Wo? Was passiert hier? Der ist echt verschreckt, ne? Hoffentlich sind das die Kräuter. Hoffentlich. Bitte, 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 bitte. Danke dir. Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Gott sei mit dir. Alles klar. Dann müsste ich jetzt nur noch Wildfleisch besorgen, dann habe ich die Quest ja abgeschlossen hier. Finde etwas aus dem Schlaflosen zur Ruhe. Habe ich das wirklich? Ja, okay, ich hätte es nicht destillieren sollen. Also brauche ich noch einmal Distel, Mohnblume und Bein, Dingensbein. Mohnblume habe ich noch. Alle anderen habe ich nicht mehr. Mann, ist das hier eine Fummelei. Alles Gute. So. Distel einmal. Einbeere einmal. Das Salbei habe ich noch. So, dann brauche ich ihm jetzt nochmal seinen scheiß Schlaftrunk, ey. Der soll mir nicht auf den Sack gehen. Öl. Mohnblume. Ach so, Mohnblume war das, ne? Die hatte ich aber noch. Einmal Mohnblume, einmal Distel, einmal abkühlen lassen, Einbeere, abkühlen,
Genau, abkühlen, Einbeere, abgießen. Okay. Achso, kann ich ja direkt vorbereiten. So, Öl. Schwupp. Und weh, der macht mich nochmal an wegen diesem blöden Schlaftrunk. Mohnblume. Rein damit. Ein Sanddurchlauf. Dann die Distel rein. Zack. Nochmal kochen. Zweiten Sanddurchlauf. Abkühlen lassen. Sound. Okay. Lustiger Bug. So, komm schon, kühl ab. So, abgekühlt, 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 abgekühlt. Jetzt ist abgekühlt. Jetzt die Einbeeren rein und dann abgießen. So, und wehe, das klappt jetzt nicht. Der mit seinem blöden Trank. Ja, Schlaftrunk, na bitte. Und wehe, du nervst mich nochmal, teile ihn dir ein. Ich habe hier etwas für dich. Wirklich? Ja. Bitte sehr. Und heb dir was auf. Ich will hier morgen nicht schon wieder dein Geplarre hören. Danke. Ja, ja. Lebe wohl. Ist ja gut. So, jetzt muss ich nur noch das Wildfleisch besorgen.